Da sind wir. Willkommen in der Projektbasis. Was ist das? Das ist unser Countdown bis zur Ankunft. Wenn er auf Null steht, sind die Reaper da. Nur noch knapp über 2 Tage. Ganz neue Perspektive, was? So knapp? Und das hat die im Sender gesehen, wann genau die ankommen? Woher wissen Sie, dass der Countdown stimmt? Es ist einfach so. Das Artefakt sendet in bestimmten Abständen Impulse aus, seit wir es gefunden haben. Die Intervalle sind kontinuierlich kürzer geworden. Das Artefakt reagiert auf die Entfernung der Reaper. In etwas mehr als 48 Stunden haben wir einen Dauerimpuls. Und die Reaper sind da. Soll das heißen, die Reaper könnten in 2 Tagen die Erde erreichen? Dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Dann zeige ich Ihnen jetzt den Beweis. Diese Tür führt aus dem Hangar. Das Artefakt befindet sich in unserem Zentrallabor. Na gut. Dann gehen wir mal durch die linke Tür am Ende dieses Ganges. Dann gehen wir mal mit dem Doc los. Hier drüben ist eh zu. Und gibt zu viele verschlossene Türen. Ich meine, gut, warum sollten wir auch die ganze Basis anschauen können? Projekt wieder in Gang zu setzen. Alles war vorbereitet, als wir verhaftet wurden. Es ging nicht um können wir, sondern um sollten wir. Wie sehen Man die hat also doch Skrupel gehabt. Die Reaper werden dieses System in jedem Fall erreichen. Aber das Alpha-Portal ist ihre Abkürzung zum Rest der Galaxie. Wenn sie die Reaper auf Distanz halten wollen, muss das Portal zerstört werden. Na, traumhaft. Gut, was willst du machen? Letztendlich haben wir wohl keine große Wahl, wenn wir nicht den großen Kampf gegen die Reaper schon ein ganzes Stück vorziehen wollen. Wir müssen das Projekt wieder zum Laufen bringen. Es ist vermutlich unsere einzige Chance. Sekunde, ich öffne die Tür. Wow. Commander Shepard, das ist Objekt Rho. Sie lassen das Reaper-Artefakt einfach so rumstehen? Ganz offen? Als wir es fanden, hat es mir eine Vision von der Ankunft der Reaper gezeigt. Kenson, das ist nicht gut. Warten Sie kurz, Shepard. Es wird Ihnen den Beweis geben, den Sie brauchen. Ich dachte irgendwie an was Kleineres, als ich Artefakt gehört habe. Ich kann nicht zulassen, dass Sie das Projekt in Gang setzen. Nicht zulassen, dass Sie die Ankunft verhindern. So viel zur Indoktrination. Mach den fertig! Scheiße. Wir wurden entdeckt. Wir? Ich bin alleine! Das ist ja das Schlimmste dabei. Ich bin ganz alleine. So, ich gehe erstmal hier in Deckung vielleicht. Ich glaube, hier habe ich ein bisschen bessere Chancen, wenn ich ein bisschen nach außen gehe. Okay. So. Rollen wir das Ganze nochmal neu auf. Weg mit euch. Und du wirst gar nicht erst anfangen, mich zu umkreisen hier. Nichts mit flankieren, Arschloch. Ha! War wohl nichts mit Blendgranate, hä? So. Du kommst auch noch weg. Leisten Sie keinen Widerstand. Geben Sie auf, dann werden Sie verschont. Vergiss es. Okay, ich gehe wieder hinter die Säule. Von hinten kommen sie aber nicht, oder? Ach doch. Ich muss erstmal die Seite decken. Wow, was? Shit, 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 shit. Ich kann nicht jetzt. Toll. Oh, was? Oh, gut. Ich hatte also sowieso keine Chance. Wollt ihr mir das sagen? Pelikanenstation und fliegt ihn zusammen.
Wir wollen Shepard lebt. Oh shit. Das klingt nicht gut, würde ich sagen. War das am Ende der ganze Plan, dass sie uns hier gefangen nehmen wollten? Haben sie deshalb uns erst hier reingeführt, unter dem Vorwand, uns das zeigen zu wollen? Als würde Shepard gerade eben aufwachen. Könnte aber auch nur eine Systemstörung sein. Keine Störung! Das Beruhigungsmittel wirkt nicht! Wache! Shepard hat auch den Körper eines Rhinoceros offenbar. Bei dem wirkt nie ein Beruhigungsmittel. Na gut, dann schauen wir uns mal hier um. Uns bleibt ja nicht viel übrig wahrscheinlich. Das Projekt ist fast abgeschlossen. Ich dachte, ich würde so etwas wie Befriedigung empfinden, aber das ist nur Angst. Ich kann mir nicht helfen, aber ich glaube, wir machen etwas Schreckliches. Aha, ich glaube auch. Ich brauche Unterstützung in der Krankenstation. Oh, cool. Ich steuere einen Mac, ist ja witzig. Hey, ich kann auf mich selbst schießen. Na gut, was muss ich denn machen? Am besten ich zerballere erstmal die anderen Mechs. Gut, dass meine offenbar widerstandsfähiger ist als die anderen. Okay, und dann wahrscheinlich diesen Energieknoten zerstören oder diesen Anschluss zerstören, wa? Ach gut, hier drüben gibt es gleich einen Waffenspind, das ist schon mal schön. Ups. Okay, jetzt sind wir frei. Schauen wir uns erstmal das hier an. Shepard war jetzt 2 Tage lang durchgehend ruhig gestellt. Wir mussten jedes Mal die Dosis erhöhen. Gerade eben sah es so aus, als würde Shepard aufwachen. Könnte aber auch nur eine Systemstörung sein. Keine Störung! Das Beruhigungsmittel wirkt nicht! Oh, das war gerade eben erst. Okay, haben wir sonst noch was hier hinten? Oder ja, noch ein Lock. Heute Morgen bin ich schweißnass aufgewacht. Der Albtraum war wieder da. Der mit dem gewaltigen Raumschiff, das durch die Citadel fliegt und alle meine Freunde pulverisiert. Sogar jetzt habe ich dieses Bild vor Augen. Warum hört das nicht auf? Warum haben die denn nicht. Warum sind die nicht von alleine auf die Idee gekommen, dass sie vielleicht indoktriniert werden könnten? Das verstehe ich nicht. Okay, die Waffen behalten wir so. Wieder ab in unsere Rüstung. Gut, dass das ganze Zeug hier gleich ist. Ich muss den Asteroiden in Bewegung kriegen und dann schleunigst verschwinden. Oh shit. Es geht wirklich die Zeit aus. Stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht, wenn wir 2 Tage lang betäubt waren, dass dann auch die 2 Tage rum sind, bis die Reaper ankommen. Tja, jetzt bleibt uns am Ende sowieso nichts anderes übrig, als das ganze System zum Teufel zu jagen. Da müssen wir wohl in Kauf nehmen, dass die ganzen Materianer dabei sterben werden. Was mir verdammt leid tut, aber was willst du machen? Komm raus! Gut. Oh, was? Hau ihn doch mal weg, dankeschön. Ja, kommt nur! Holt mich, ihr Schweinehunde! Ich reiß euch alle in Stücke! Auch dich! Wie du siehst. Oh, was? Die Dinger machen Schaden? War ich so nah da dran? Okay, gehen wir mal hier in Deckung. Ich weiß nicht, wo die alles durchkommen können hier. Was ist das Problem? Okay, ist aber eine Scheibe dazwischen. Ha! Shepard ist in den Mondquartieren. Projektkontrolle abriegeln. So, hui. Okay, macht nichts. Auch wenn sie uns mal kurz ein bisschen die Sicht vernebelt haben, aber das geht schon.
So. Oh Mist. Tja, die Frage ist, warum wollten sie uns leben, ne? Ich meine, sie hätten ja auch ohne Probleme uns töten können, als sie uns überwältigt hatten. Aber nein. Sie haben die Falle nicht dazu ausgenutzt, um uns jetzt hochgehen zu lassen oder uns zu töten. Sondern die Reaper wollten wahrscheinlicherweise, dass wir irgendwie in Gefangenschaft sind. Vielleicht wollten sie irgendwie an uns herum experimentieren, weil Shepard halt doch besonders ist. Man weiß es nicht so genau. Aber vielleicht finden wir das noch heraus. So, weg mit dir! Okay. Oh, was? Shit, ich gehe doch wieder hinter die Säule. Ich dachte, die kommen von rechts irgendwo. Scheiß Flammenwerfer-Typen. Hat nicht geholfen? Verdammt. Okay. Erstmal den Flammenwerfer-Pfiffi ausgeschaltet hier. Gut. Haben wir jetzt wieder Ruhe mal für einen Moment? Okay. Catch this! Oh. Hab ich auf den Toten geschossen? Na sowas. Okay, der ist weg. Haben wir hier irgendwas zu mitnehmen? Ah ja, ein bisschen Muni, das ist schön. Okay, ansonsten, hier drüben ist noch ein Log. Kenson verhält sich seit kurzem seltsam. Als wäre ihr das Projekt überhaupt nicht mehr wichtig. Und ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin, der diese Träume hat. Sie haben es kommen sehen und trotzdem konnten sie es nicht mehr verhindern. Kämpfen wir ja eigentlich gegen Allianztruppen oder was sind das für Leute? Was? Nö, kein Bock. Heute mal nicht. Morgen brenne ich wieder, okay? Das werde ich erst noch sehen. Komm, der ist weg. Okay, mal wieder einer mit Schild. Ah, fuck. Oh, der Schild war aber schnell weg. Der war ja nicht allzu stark, was? So, dann machen wir auch nochmal einen Wurf rein. Komm, die können wir gleich beide mit einem wegschießen hier. Der ist tot sogar. Wahnsinn. Okay. Ich nehme da mal die Muni mit hier und das Easy Rolling im nächsten Raum, okay. Alles klar. Je länger wir hier sind, desto mehr bin ich davon überzeugt, dass wir das Projekt abbrechen müssen. Wir wissen einfach nicht genug darüber, was die Reaper eigentlich wollen. Es ist dumm davon auszugehen, dass die Reaper den Untergang der Galaxie bedeuten. Laut Legenden waren sie früher auch schon mal da und trotzdem gibt es noch immer Leben oder etwa nicht. Ja, aber nicht mehr wie du es kennst. Aber immerhin hat sich bei ihr offenbar so ein Abwehrmechanismus aufgetan, also immerhin wollte sie von hier weg. Letztlich ist es ja eigentlich gar nicht so schlecht, dass sie doch geblieben sind, auch wenn sie jetzt alle indoktriniert wurden, aber sonst hätten wir ja wahrscheinlich nie davon erfahren. Shepard ist unterwegs zur Projektkontrolle. Rein da, sofort! Ist so ein bisschen wie mit Gollum bei Herr der Ringe. Der wollte nie was Gutes eigentlich, der wollte immer nur den Ring für sich, aber ohne ihn wäre er nie zerstört worden. Manchmal braucht es auch eben solche Schicksalsschläge oder solche Schicksalswendungen, sagen wir mal. So, frisst den Warp. So, geh um die... Huch, wer fliegt denn da durch die Gegend? Wer wird denn gleich abheben wollen? Ah, schon wieder. Warte, hier, den hole ich mir gleich. Explodiere. Sehr gut. Komm, ich hab doch die Wand dazwischen. Wie soll ich denn da geblendet werden? Ah, wirklich? Ey, ich hab eine Wand dazwischen. Beachtet meine Wand. So. Wieder erstmal den Flammenwerfer-Typen. Der ist am schlimmsten.
Hey, er hat sogar getroffen. Wahnsinn. So. Da war es bloß noch der kleine Pippi. Den holen wir uns jetzt noch ganz gemütlich. Oh, was? Ach, da hinten ist schon wieder ein neuer. Ah, da ging der Fokus weg. Schrecklich. Immer dasselbe hier. So. Auch der ist hinüber. Ich glaube, damit sollten wir jetzt erstmal Ruhe haben hier in dem Raum. Die Maschinensteuerung, das machen wir gleich. Reaktormodul. Ich glaube, hier sind wir richtig. Ich glaube, hier können wir jetzt alles zum Teufel jagen. Die Frage ist, kommen wir dann noch schnell genug weg? Das wäre ganz schön. Oh ne, da unten. Warte mal, da unten geht es auch noch weiter. Na, wir drücken einfach mal. Ich will das Projekt aktivieren. Wir haben keine Wahl. Sie würden sowieso sterben, wenn sie rüberkommen. Sie würden sowieso sterben. Okay, wir können sie noch warnen, dann machen wir das auch. Achtung, an alle Kolonisten im Bahak-System. Hier spricht. Shepard, nein, haben Sie eine Ahnung, was Sie getan haben? Sie lassen mir keine Wahl. Wenn wir den Asteroiden nicht aufhalten können, müssen wir ihn zerstören. Wo finde ich Dr. Amanda Kanson? Dr. Kanson ist unterwegs zum Reaktor. Eine E-Zero-Kernschmelze müsste reichen. Wegen Ihnen wird jeder auf diesem Felsen vernichtet. Nicht, wenn ich Sie zuerst erreiche. Na toll. Kannst du bitte trotzdem die Kolonien warnen? Das wäre sehr schön. Oh, fuck. Könntest du bitte mal... Shepard, machst du bitte mal... Warum hast du es gerade eben nicht gemacht? Man weiß es nicht. So. Arschlöcher. So, müssen wir jetzt da drüben weiter? Ich dachte eigentlich, dass es nach unten weitergeht. Dann will ich mal ganz kurz die Treppe runtergehen und da schauen, was dort eigentlich ist. Eine Scheibe. Ha! Na, wenn es weiter nichts ist. Das macht natürlich Sinn. Das ist wie bei uns in Dresden, da gibt es mitten in der Innenstadt eine Treppe, die unter die Erde führt und alles, was dort ist, ist eine Scheibe, die die Kanalisation dahinter zeigt. Warum nicht? Kann man machen. Eine gläserne Kanalisation sozusagen und ab und zu kann man auch mal die Scheiße vorbeifließen sehen, wenn man möchte. Bloß geht dort nie einer hin, weil es ist eklig. Warum sollte man das tun? Ich weiß nicht, warum man das überhaupt gebaut hat. Aber so ähnlich ist die Scheibe hier auch. Versuchen Sie nicht, mich aufzuhalten, Shepard. Ich muss das tun. Du wirst das nicht tun. Ich habe das Projekt bereits aktiviert. Wir können immer noch von diesen Felsbrocken runter. Es gibt kein Entkommen. Und für Ihre Taten gibt es keine Erlösung. Ich werde sterben, ohne die Segnungen der Reaper erfahren zu haben. Und Sie sterben einfach nur... Verdammt, Kelsey! Du hättest schießen können. Am Ende musst du sie sowieso töten. Du willst nur... Warum kann ich die gerade nicht anvisieren? Das hilft nichts. Irgendwie hat das früher mehr geholfen, wenn ich mich weggedreht habe. So, gleich noch... Ah. Ich meine, die Indoktrinierten, die kann man doch letztendlich sowieso nicht mehr richtig... retten. Oh. Ach komm schon. Der stand doch direkt vor dir. Da musst du doch einen Fokus drauf gehabt haben. Ich krieg die Krise. Komm, dann erschießen wir ihn halt. Meine Güte. So, hat jemand ein bisschen Muni für mich? Nee. Aber ich kann das Türschloss überlasten. Das mache ich auch gleich. So, wir schauen nur noch mal ganz kurz, wo sind wir eigentlich? Ah, hier hinten gibt es noch ein bisschen Zero für uns. Nehme ich gern mit. Das lasse ich nicht hier verkommen. Und verschmelzen. Was auch immer. Ach, sie ist davon am Werkeln. Ah, alles klar. Gut, na dann. Sollten wir uns mal
Das ist die falsche Richtung, Shepard. Na gut, wenn du meinst. Sollten wir uns mal beeilen, sie aufzuhalten. Und das Spiel stürzt ab. Dankeschön. Hatten wir heute noch gar nicht. So, da bin ich wieder. Nachdem mir das Spiel gerade abgestürzt ist, musste ich jetzt tatsächlich das ganze verdammte DLC nochmal von Anfang an vom batterianischen Gefängnis an durchspielen, weil der automatische Spielstand fehlerhaft war. Mir ist das Spiel ständig abgestürzt, wenn ich den geladen habe. Ich hoffe mal, dass wir jetzt durchkommen ohne Probleme. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen angefressen gerade, weil ich jetzt halt das Ganze nochmal machen musste. Und das hat ja ewig gedauert. Das war ja nun kein kleines DLC. Das war ja nun kein kleines DLC. Und das jetzt alles nochmal spielen zu müssen, war schon ein bisschen nervtötend. Nein, ich brenne heute nicht. Dankeschön. Danke für das Angebot, aber ich bin nicht so scharf drauf. Diesmal habe ich sogar fast geschafft, die Wellen zu überleben, die mich da zu übermannen drohen, wenn ich das Artefakt entdecke. Allerdings bin ich ganz am Ende hängen geblieben, denn dann kommt ein großer Mac und der ist alleine doch ein bisschen übel. Wie stabilisiere ich den Reaktorkern? Alle automatischen Sicherheitsprotokolle wurden deaktiviert, um den Reaktorkern zu stabilisieren. Führen Sie manuell Kühlstab A von dieser Kontrollstation ein. Führen Sie manuell Kühlstab B von Kontrollstation B ein. Gut. Das kriegen wir hin. So, damit haben wir es zumindest schon mal hinausgezögert. Das heißt, wir haben ein kleines bisschen Zeit gewonnen. Oh, hi. Ich weiß gar nicht, was sie jetzt unten macht. Also, hält sie ihre Hände drauf, um es noch ein bisschen heißer werden zu lassen? Oder was genau macht sie da, um das Ding zu überhitzen? Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal, ich stoße jetzt einfach vor, bis wir da angekommen sind, wo wir hin müssen, bei dem zweiten Reaktor, Kühlstab, Raum, Kontrollraum, was weiß ich. Und dann werden wir ihr mal den Arsch aufreißen, würde ich sagen. So, gib mal die Credits her. Alter, was ist denn das da draußen? Warum? Warum wird da Plasma freigesetzt? Zu welchem Zweck? Naja, egal. Ja, wahrscheinlich einfach, weil man es kann. Hey, wir haben hier ein paar Plasmaanlagen. Lass uns die mal anmachen. Sehr merkwürdig. Übrigens, Plasma, normalerweise wird es... Achso, na gut, es wurde ja hier nicht erzeugt, sondern bloß freigesetzt durch die Dinger. Denn um Plasma zu erzeugen, braucht man eigentlich auch ein bisschen Niederdruck. Wo denn jetzt schon wieder? Also Plasma ist ja quasi... Das ist ja im Prinzip ein ionisierter Zustand von Atomen, die normalerweise nicht ionisiert werden, und das Ganze im Vakuum, wenn man das erzeugen will. Meistens mit Lichtbögen, gibt aber verschiedenste Methoden, ein Plasma zu erzeugen. Wir haben sogar schon mal in einem Laborpraktikum in der Mikrowelle ein Plasma erzeugt. Das war ziemlich cool. Wow! Okay, warum nicht? Ne, das war ziemlich cool. Da haben wir in einem Labor ein Plasma erzeugt, in dem die Laborangestellte hat, ich glaube, Jod genommen und hat das in eine Glaskugel reingebracht mit Unterdruck. Und also da drin war dann ein leichtes Vakuum, ein bisschen Jod. Und dann wurde die Glaskugel zugeschmolzen, damit das halt so bleibt. Und dann haben wir das Ding in die Mikrowelle gestellt und daraufhin wurde das Jod ionisiert. Und es hat sich ein blau leuchtendes Plasma gebildet. Sieht total geil aus. Also man kann mit einer Mikrowelle verdammt viel Spaß haben. Das war übrigens eine normale Küchenmikrowelle. Man kann damit verdammt viel Spaß haben. Allerdings natürlich nicht zum Hausgebrauch empfohlen. Muss man auch sagen. Nicht doch. Bleib mal schön, wo du bist. Und bumm. Tschüss. Bis bald. So, okay, auf jeden Fall scheint das Spiel ja jetzt wieder zu laufen. Ich speichere jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen mehr. Okay, ich kann gar nicht speichern, das heißt, hier ist noch jemand. Ne, das war halt auch das Problem. Aus irgendeinem Grund speichere ich bei Mass Effect 2 so gut wie gar nicht per Schnellspeichern. Meistens verlasse ich mich drauf, dass dann mit dem automatischen Speichern das Ganze hier abgetan ist. In dem Fall hat es mich mal erwischt, da hat es sich mal gerecht. Da hatte ich dann halt das Pech, dass ich eben die ganze Mission nochmal machen musste. Das war blöd.
Nichts mit Verstärkung. Für dich kommt keine Verstärkung mehr.